Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Synchromaschine ist unser Thema. Das letzte Mal haben wir ein Satzschaltbild hergeleitet und haben gesagt, ja, okay, schaut relativ wild aus mit so Pfeilchen und so weiter. Ja, und es gibt Überrecht und Unterrecht im Betrieb. Und ja, heute möchten wir uns anhand dieses Ersatzschaltbilds, anhand unserer Erkenntnisse mit diesem Ersatzschaltbild, möchten wir ansehen, wie schaut das aus mit Leistung, Moment und so weiter. Ja, wie ist denn das, ja, mit Wirkleistung? Also Blindleistung können wir uns einstellen. Und wie ist das mit der Wirkleistung und dem Moment, also was ich da aufbringen muss? Schauen wir uns das an. Ja, und zwar wollen wir wieder mit dem Ersatzschaltbild starten. Nur dieses Mal werden wir das Ersatzschaltbild einfach einfacher gestalten, weil wir wieder einen Generator. Ja, und da haben wir, dieses Mal werden wir einfach da die Induktivität LH verwenden, ja, und das war's. Ja, auf den Innenwiderstand, das ist so klein. Das vernachlässigen wir jetzt. Ja. Ich zeichne das wieder ein, da, die Spannungen und die Ströme. Ja, also da haben wir die vom Polrad induzierte Spannung UP hier. Ja. Hier haben wir die Spannung des Starnetzes US. Ja. Und da leiten wir eben unseren Strom hinaus, IS, ja. Und da entsteht dann eben hier an der Induktivität, entsteht hier praktisch das UL. Und wir haben ja gesagt, der Wechselstromwiderstand der Induktivität ist J Omega LH. Und ich werde das einfach schreiben mit Omega LH, weil Omega ist ja auch konstant eigentlich, J XT. Ja. Das ist praktisch der Widerstand. Okay, dann hatten wir ja die Knotenregel, ja, die Knotenregel, also wir haben gesagt, okay, das UP ist die Summe von diesen beiden, war auch im letzten Video, das heißt, meine Polradspannung UP ist gleich das US, das da, plus das da, plus UL, ja. Und das ist ja US, plus, und jetzt habe ich da JXT mal IS. So schaut das aus. Ja. Und jetzt möchte ich mir ausrechnen, wie groß denn das IS ist. Ja, ich habe die Polradspannung, ich habe das US, die Netzspannung. Und ich möchte ausrechnen, wie groß das IS ist. Ja. Das heißt, ich habe da praktisch JXT mal IS ist gleich, das bringe ich auf die andere Seite, UP minus US. Okay. UP minus US. Und jetzt dividiere ich durch das, ja. Das heißt, mein IS ist gleich UP JXT, JXT dividiert. Und eine Division durch J ist eine Multiplikation mit minus J. Das heißt, eigentlich habe ich da stehen minus J UP dividiert durch XT, ja, und dann plus J US dividiert durch XT. Ja. Jetzt schauen wir sie an. Schauen wir uns an, wie das praktisch aufgebaut ist. Ja. Also ich nehme jetzt da diesen überregten Fall, ja, über US und UP, und jetzt schauen wir uns an, wie sich das IS da ergibt. Okay. Also ich habe hier ein US irgendwo, das zeichne ich da ein. Da. Das US. Ja. Und dann zeichne ich zeichne dem das UP ein. Ja. Gescheit reingezoomt. Ja. Und dazwischen hier
hier dazwischen haben wir wieder den Winkel, ja, Theta, den Polradwinkel. Okay? Und jetzt überlegen wir sich, was das bedeutet hier. Ja. Zeichnen wir mal das US dividiert durch den grünen Teil da. Ja. Multiplikation mit plus J ist eine Rotation um 90 Grad nach vorne. Das heißt, da, ja, da haben wir praktisch den Teil. Das da ist US dividiert durch XD. Ja, das ist da. Hier haben wir einen Winkel von 90 Grad. Und vorne nach vorne. Nach vorne. Ja. Und wie schaut jetzt der andere Winkel aus? Ja? Oder der andere Teil? Der da, der orangene Teil. Na, der haben wir da. Und ein bisschen länger wird der sein. Ja? Und um 90 Grad. Da haben wir 90 Grad darüber. Gell? Zack, 90 Grad. Und jetzt muss ich schauen, dass ich das da hinbringe ungefähr. Ja? Ungefähr nur ein bisschen länger. Weil das ist ja auch länger. Haben wir ein bisschen länger. Dann sind wir da praktisch. Das ist das UP dividiert durch XD minus J, gell, 90 Grad nach hinten. So schaut das aus. Und wenn ich die zwei praktisch jetzt in Summe einzeichne, ja, dann habe ich da, ja, das da, das ist die Länge und das von dem, ja. Na, dann habe ich hier, dann ergibt sich hier eben der IS. Da habe ich mein IS und da habe ich meinen Winkel Phi. Ja, das ist der Winkel zwischen Strom und Spannung am Netz. Straightforward, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das haben wir verstanden. Gut. Und jetzt schauen wir uns die Wirkleistung an. Okay, ich möchte die Wirkleistung herleiten. Das heißt, ich muss diesen IS oder ja, praktisch hineinklappen in meine Spannungsrichtung. Ja, das ist da. Ja, und diese Länge da, das da, ja, diese Länge ist IS mal Cosinus Phi. Ja, und ich meine, ich hoffe, man kann sich noch erinnern an die Wechselspannungsgeschichte, dass die Leistung T, die Wirkleistung P, gleich IS mal IS, also die Strom mal Spannung, mal den Leistungsfaktor Cosinus Phi ist. Das ist genau das, also den Strom klappe ich hier hinein und dann multipliziere die zwei Sachen und dann habe ich die Wirkleistung. Ja? Dann habe ich die Wirkleistung in einer Phase. Merken, in einer Phase. Ja? Also ich schreibe gleich mal hier einphasig. Einphasige Betrachtung. Passt. Ja? Und jetzt überlegen wir uns, was denn, wenn wir sich das da anschauen, ja? Welchen Winkel haben wir da? Hier habe ich ein rechtwinkeliges Dreieck. Wie groß ist dieser Winkel hier? Ja, der da? Das ist der Polhardwinkel Theta. Da ist 90 Grad, da ist 90 Grad. Das ist der Polhardwinkel Theta. Ja? Wie groß ist jetzt dieser Teil hier? Ja? Der da, wie groß ist der? Jetzt bleiben wir bei Grau. Ja. Das ist also UP dividiert durch XD. Ja. Und jetzt Sinus, ja, das ist ja die Gegenkathete da. Ja. Sinus Polradwinkel. Und das ist natürlich das Gleiche. Die zwei Sachen sind gleich, weil das kommt ja nur. Das kommt ja nur von hier. Ja. Das ist ja. Steht da normal drauf, das interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Ja? Es interessiert mich ja nur diese Komponente hier. Ja? Das heißt, eigentlich, ja, ist das genau das gleiche wie das IS mal Cosinus Phi. Und jetzt setze ich das da oben ein. Jetzt setze ich das hier oben ein. Okay? Das heißt, ich bin da genau gleich mit
US mal IS mal Cosinus Phi. Jetzt habe ich es wieder hingeschrieben. Mein Gott, Heinz. Ja. Das US mal UP dividiert durch XD, ja, Faktor, ja, Sinus. Gut, weil ich das jetzt praktisch gleichgesetzt habe, das US mal IS mal Cosinus Phi ist gleich US, dann forme ich das etwas um, ja, dann steht da plötzlich P ist gleich, ja, Spannung Netz, Spannung am Polrad, dividiert durch den Wechselstromwiderstand und dann mal Sinus Theta. Okay. Sinus des Polradwinkels. Ja. Haben wir das hergeleitet? Was ist, wenn ich nicht nur eine Phase habe, sondern M-Phasen? Ja. Also schreiben wir hier M-phasig. Was ergibt sich hier für die Leistung? Ja, also das ist P. Und jetzt ist es natürlich M mal dem. Ja, M, für jede Phase ergibt sich das US mal UP dividiert durch XD mal Sinus Theta. Ja. Was bedeutet das fürs Moment? Ja, das Moment M, ja, ist nichts anderes wie P dividiert durch Omega. Das ist P und wir rotieren mit der synchronen Drehzahl. Also hängt von der Netzfrequenz ab. Ja. Ja, und wenn ich das einsetzen darf, ja, dann ist das M ist M mal US mal OP dividiert durch synchrone Drehzahl mal XD mal Sinus Polradwinkel Theta. Ja. Das sind die zwei Varianten. Ja. Momentengleichung. Und die Wirkleistungsgleichung. Jetzt haben wir es hergeleitet. Ja? Leistung und Momentengleichungen. So schaut das aus. Es hängt also ab von der Erregung, logischerweise, ja? Wie groß das UP ist, und vom Polradwinkel. Was das noch für Konsequenzen hat und jetzt wollen wir wissen, wie es ausschaut, werden wir uns im nächsten Video überlegen, ja, was heißt denn das? Was heißt denn das, wenn wir diese Formeln etwas interpretieren und ein paar Schlussfolgerungen ziehen? Ja? Jetzt wissen wir mal, wie es ausschaut. Ja? Also für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.